Was müssen wir uns alles gefallen lassen dieser Tage? Nicht mal in Ruhe. Weihnachten hat man uns feiern lassen, weil die Bildzeitung die Volksverhetzung betreibt. Wie immer. Nur, dass es diesmal keinem aufgefallen ist, dass es um Volksverhetzung handelt. Ich suche gerade ein Taschentuch, weil mir ist so zumal. So, Deutschland geht's doch gut. Eigentlich brauchen wir Klopapier. ja. Und das finden wir gar nicht in Ordnung, wenn hier so Bildzeitungen rumhetzen und dann sich auch noch Bürger aufgerufen fühlen, damit zu hetzen und zu demonstrieren. Man, das hat man doch alles vorher gewusst. Worauf kommt es mir an? Mir kommt es darauf an, dass wir Volksentscheide haben. Dann würden sich solche Verhetzungsdiskussionen überhaupt gar nicht erst ergeben. Dann hätten wir Mitspracherecht. Und so weit muss es aber auch kommen. Genau. Denn sonst haben wir ja umsonst Demokratie gespielt. Occupy. Mein Pastor lässt euch auch alle herzlich grüßen, mein Taufpastor, Friedenspastor Kalle, aus meiner Heimatgemeinde in Schüttorf, kommen die allergesegnetsten Grüße, mit dem Heiligen Geist zu uns geflogen, hier nach Berlin. Und möge es uns gut gehen, sagt unser Pastor, der auch Kriegsdienstverweigerer versteckt. Und im Geist und im Körper sagt er, nicht so Soma-Koma-mäßig, denn die Seele, die ist ja ganz volksbietig, die schlägt ja, wir sind ja vom Volk Gottes, wir sind ja geliebte Kinder Gottes. Das muss ja auch mal wieder gesagt werden, weil die Bildzeitung das ja nie schreibt. Und außerdem wollte ich euch danken, dass ihr heute aus eurem Wohnzimmer rausgegangen seid in Kälte, hier ins schöne, gemütliche BKA zu uns. Weil heute ist ja Weltuntergang im Fernsehen. Ne? Und schön, dass ihr euch diese Scheiße nicht reinzieht. Zeit gesehen, zu gehen wir genug nächsten wunderbar geleitet in ein neues Jahr. Denn Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lina! Jawohl! Hau rein, Alter! Yeah.
No, no, no.